Engagiert sich schon ganz, ganz lange für das Themenfeld Zusammenarbeit mit Familien und auch für viele weitere Themenbereiche. Ist da schon lange mit dem frühkindlichen Bereich auch verbandelt. Sie ist heute Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Familienzentren. Wir freuen uns sehr, dass sie heute unseren Vortrag mit Frau Heimann-Splinter zusammen gestaltet. Frau Heimann-Splinter bringt auch viele Perspektiven heute ein. Ich habe noch mal über sie gelesen als Arbeitnehmerin, Mutter und aber auch als erste Vorsitzende der Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten, bringt sie viel Know-how und Wissen mit ein und sicherlich auch nochmal ganz spannende und unterschiedliche Perspektiven. So, dass wir uns jetzt sehr freuen, von Ihnen unseren Vortrag zu hören zum Thema Elternbelastung in der Kita. Einmal die Elternbrille aufsetzen. Wir freuen uns sehr und ich gebe nun das Wort an Sie. Ja, ich begrüße Sie natürlich alle sehr, sehr herzlich und freue mich, dass ich heute hier sein darf, mit Ihnen zusammen vielleicht auch sogar ins Gespräch kommen kann darüber, was alles so passiert zwischen Eltern und Fachkräften. Wir haben den Titel "Die Elternbrille aufsetzen" gewählt. Der Hintergrund ist, dass ich vor kurzem gerade eine Broschüre bekommen habe unter diesem Titel und das hat mir sehr gut gefallen. Frau Heimann-Splinter, wollen Sie auch ganz kurz eine kleine Begrüßung machen? Ja, hallo, mein Name ist Christine Heimann-Splinter. Ich bin, wie gerade schon gesagt worden, die erste Vorsitzende der Landeselternvertretung für niedersächsische Kindertagesstätten. Langes Wort. Wir nennen uns kurz KitaLev NDS. Das geht schneller über die Lippen. Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren ganz engmaschig Eltern mitbegleitet in ihrer Belastung, sowohl bei der Kita-Platzvergabe als auch jetzt mit dem Thema Corona und der Notbetreuungssituation oder der eben nicht vorhandenen Notbetreuungssituation. Und ich hoffe, wir können heute ein Stück weit dazu beitragen, als LEV auch diese Eindrücke, die wir mitgenommen haben, von den Eltern auch bei Ihnen zu spiegeln und vielleicht auch Best-Practice-Beispiele hier rauszunehmen und alle mit ja, damit rausgehen aus dieser Veranstaltung und vielleicht ein Stück weit Beispiele an die Hand zu bekommen, wie man zukünftig besser oder vielleicht auch anders mit Elternbelastung umgehen kann in der Kita. Genau, unsere Themen, die wir heute vorhaben. Zum einen wollen wir nochmal darauf hinweisen, es ist gesetzlich vorgegeben, dass Eltern und Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen zusammenarbeiten müssen, und zwar in allen wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung. Ich finde das immer wieder wichtig zu sagen, dass es nicht irgendwie eine neue, moderne Erfindung ist, dass man plötzlich mit Eltern freundlich und partizipativ zusammenarbeiten soll, sondern dass das einfach gesetzlich so vorgeschrieben ist. Der zweite Punkt, wir möchten gerne einfach die aktuelle Lage einmal beleuchten. Ich höre sehr oft Fachkräfte, die sich beklagen über Eltern. Ich höre natürlich auch die anderen, die es ganz toll finden, mit Eltern zusammenzuarbeiten. Aber die Frage ist immer so ein bisschen, wer ist wann wem eine Belastung? Also wer ist gerade sozusagen diejenige oder derjenige, der am meisten herausfordert? Es geht dabei vor allem jetzt in diesen Pandemiezeiten natürlich um die Rolle von Eltern und Fachkräften in dieser schwierigen, kontaktfreien Zeit. Dabei gibt es Nöte und Erwartungen der Eltern. Die wollen einfach mal auch von Ihnen hören, was hören Sie? Und Nöte und Erwartungen der Fachkräfte, das ist etwas, was auch Eltern vielleicht mal hören möchten. Und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass Frau Heimann-Splinter dabei ist, die ja auch das Sprachrohr wieder ist zu den Eltern und vielleicht auch nochmal verständlich rüberbringen kann, dass eben auch Fachkräfte aktuell sehr viele Nöte und Erwartungen erleben. Ja, und dann geht es ja darum, wie machen wir weiter? Corona wird uns ja nicht jetzt morgen verlassen. Auch wenn wir alle geimpft sind, werden wir uns jedes Jahr wieder von neuem impfen müssen. Das ist angeblich so etwas wie die Grippe zu erwarten. Alle Jahre wieder einen kleinen Pieks. Aber das heißt, wir werden trotzdem immer wieder auch miteinander neue Wege finden müssen, wie man in diesen Zeiten damit umgeht.
Ja, und wir haben gedacht, bevor wir jetzt starten, möchten wir so ein bisschen von Ihnen hören, wo denn Ihre Hauptbelastungen ist. Und Herr Mark hat einen Fragebogen aufgenommen, den er jetzt auch einspielen wird, wenn ich das richtig verstehe. Und wir bitten Sie dann die drei schwierigsten Belastungen einfach mal anzukreuzen, die Sie gerade erleben. Ich finde das immer Wieder spannend zu sehen, wie sich diese Balken bewegen. Genau, Sie können ja jetzt auch sehen, 224, das haben Sie bestimmt schon gesehen, von den 250, die sich eingeloggt haben, haben jetzt schon geantwortet. Ich glaube, es ist Eindeutig, dass die reduzierte Kontaktmöglichkeit mit Eltern eine der größten Herausforderungen ist, weil dadurch ja auch diese gesetzliche Grundlage immer schlecht erfüllt werden kann, regelmäßig intensiv, offen, transparent mit Eltern zusammenzuarbeiten. Ja, der Sieger ist tatsächlich. Das Zweite, was am zweitmeisten Stimmen bekommen hat, ist die Ungeduld, das Unverständnis von Eltern für Maßnahmen der Kita. Da werden wir ganz bestimmt auch noch darüber sprechen können. Und wenn ich dann sehe, das ist dann die Entscheidungen über die Notbetreuung, wäre dann die drittgrößte Herausforderung. Das heißt, Eltern verstehen oft nicht, warum sie jetzt nicht ihre Kinder bringen sollen und andere Kinder aber einen Platz bekommen. Ich glaube, das ist wirklich auch schwierig manchmal zu erklären, wie das ist. Okay, Frau Heimann-Splinter und ich, wir wissen nun etwa, dass da sicher Fragen sind und wir werden sicher auch darauf eingehen. Und dann können wir die Umfrage verschwinden lassen. Wir haben natürlich, bevor wir jetzt angefangen haben, einen Vortrag vorzubereiten, haben wir auch so ein bisschen recherchiert, was gibt es denn alles, was ist auch so eine Belastung, die häufiger da ist. Und es ist ja nicht so, dass wir die Ersten sind, die über dieses Thema ins Gespräch kommen. Und was wir am häufigsten jetzt gehört haben, jetzt über die Fragen, die Sie jetzt gerade beantwortet haben, hinaus, war, dass das Homeoffice extrem schwierig und belastend ist für die Eltern, also dass die vor allem dadurch sich herausgefordert fühlen. Das ist sicherlich so ein Teil, der zu diesen also ein bisschen nervigen Stimmung immer beiträgt und also ehrlich gesagt finde ich das auch eine Belastung, wenn ich so die Enkelkinder jetzt hier habe, weil die Eltern systemrelevant sind, der eine aber trotzdem keinen Kita-Platz bekommt, weil die Kita einfach zu ist und Corona in der Kita ist, ganz simpel, ja, dann turnen die Kinder schon immer da rum und das ist schon eine Herausforderung. Und hier habe ich jetzt gleich auch schon was wir oft gehört haben, eben diese Einteilung in systemrelevante Berufe und nicht relevante ist eine große Herausforderung. Ist eine Busfahrerin jetzt systemrelevanter als eine Lehrerin? Also das sind so Fragen, die es auch schwer zu erklären sind und wo ich glaube, ich die Fachkräfte auch manchmal eine große Herausforderung haben, den Eltern auch klarzumachen, dass es eben jetzt so ist, wie es ist. Und wir haben festgestellt jetzt, dass besser gestellte Familien natürlich sehr viel leichter damit umgehen können, weil sie kaufen sich einfach eine Unterstützung, eine Hilfe. Und in den Vierteln, wo es etwas schwieriger ist, wo auch Menschen leben, die nicht so viel Geld verdienen oder die gar kein Geld verdienen, weil sie arbeitslos sind oder Hartz IV haben, da erleben wir die Kinder als auf der Straße sitzend. Also ich wohne in so einem Viertel und ich finde, das ist eine große Herausforderung, da mit den Eltern nicht piepig rumzugehen und zu sagen, jetzt nehmen Sie mal Ihre Kinder in die Wohnung, weil die Wohnungen sind extrem klein und die Eltern halten das kaum aus. Dazu kommt, dass die Kinder natürlich auch extrem nervig sind und lieber mit ihren Freundinnen und Freunden spielen möchten, als immer zu Hause rumzusitzen und zu warten, bis sie mal vielleicht wieder in die Krippe oder in die Kita kommen.
Auf der Fachkräfteseite ist es so, dass die sehr viele Verordnungen neu lernen mussten, ihre Pädagogik völlig umstellen müssen. Viele Einrichtungen haben jetzt in feste Gruppen umgestellt, sind arbeiten nicht mehr offen. Die Fachkräfte haben selber auch Kinder nebenbei, die sie betreuen müssen. Und das ist genau der Punkt, wo wir auch erwartet haben, dass er der Winner sein wird, nämlich dass diese Kontakte mit den Eltern einfach extrem schwierig geworden sind. Diese Belastungen sind nicht auf beide Eltern gleichermaßen verteilt, aber wir, Frau Heimann-Splinter und ich, haben im Vorfeld beide das Gefühl gehabt, dass es doch in dieser Zeit auch mehr Männer gibt, die sich darum kümmern, die Kinder in die Kita zu bringen und wieder abzuholen. Das heißt, die sind auch im Homeoffice zum Teil, was wiederum ein großer Vorteil oder ein Gewinn für die Kinder ist, wenn sie ihre Papas häufiger erleben. Unterm Strich ist es schon so, das geben wir auch zu, dass nach wie vor die Eltern, die Mütter, diejenigen sind, die am meisten schultern, am schnellsten auf weniger Stunden zurückgehen, am leichtesten im Homeoffice sich rumquälen, während die Männer also ganz selbstbewusst oft sagen, also in meinem Job geht das nicht, da kann ich nicht Homeoffice machen. Also das ist nach wie vor ein Punkt, den wir ja sehr deutlich sehen. Diese allgemeine Unzufriedenheit über diese Corona-Situation ist natürlich klar, dass die auch in die Kita rüber schwappt und selbst die Eltern, die sonst sehr zufrieden sind und manchmal auch sogar ein nettes, freundliches Lächeln oder ein Lob für die Fachkräfte mitbringen, selbst die sind zum Teil wirklich gestresst und fühlen sich irgendwie einfach nicht gut, haben auch Sorgen um ihre Kinder. Und wir merken das an so vielen Ecken. Also das hat nicht nur was mit Kita und Elternbetreuung zu tun, sondern es entsteht aktuell gerade so eine Stimmung, die allgemeine Unzufriedenheit bedeutet. Wenn ich jetzt mit Eltern oder mit Fachkräften in Kontakt bin, dann merke ich das auch. Das erste Gespräch ist immer Corona. Corona, Corona. Und dabei geht es aber ganz selten wirklich um die konkrete Situation in der Einrichtung, sondern es geht sehr viel mehr um allgemein. Ich möchte mal gerne wieder essen gehen, ich möchte mal gerne wieder dahin gehen oder dieses tun. Das ist sehr viel häufiger. Ja. Genau, jetzt würde ich übernehmen und zwar hat die Landeselternvertretung in Niedersachsen auch eine Umfrage gestartet. Wir haben mehrere Umfragen gemacht im Mai 2020 haben wir damit begonnen mit unserer Umfrage und dort auch die Belastung der Eltern abgefragt. Und damals war es so, man sollte in einer Skala von 1 bis 5 bewerten. 1 war gar nicht belastend und 5 war halt sehr belastend. Und damals gaben die Eltern halt insgesamt die Zahlen 23,77, 8,454 an. Also sprich, die Belastung war bei 32% sehr hoch. Das hat sich dann im Januar schon ganz anders dargestellt. Und im Januar, als wir dann die zweite Befragung dann beim zweiten Lockdown durchgeführt haben, kam dann hier wiederum bei 5 und 4, das war belastend und sehr belastend, kam dann nachher als Gesamtresultat 59% raus. Also sprich, es hat sich verdoppelt. Und wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Weil die politischen Maßnahmen waren ja sogar besser. Es gab mehr Kinderkrankentage, es gab Kinderbonus, es gab noch mehr Unterstützung, es gab beim Kurzarbeitergeld gab es noch eine zusätzliche Erhöhung. Also Familien haben mehr Geld bekommen. Und nichtsdestotrotz war die Belastung, die geschildert worden ist, von den Eltern sehr hoch. Daher vermuten wir auch, dass viele Eltern noch mehr geschultert haben. Also sprich, sie haben diese Mittel, die sie bekommen haben, diese Hilfsmittel gar nicht genutzt. Und das hat dann nachher auch eine Befragung ergeben, dass Kinderkrankentage nicht genutzt worden sind, weil Eltern einen Druck verspüren, dass sie trotzdem arbeiten müssen. Jetzt erst recht, jetzt muss ich beweisen, dass ich das kann. Und in dieser Dauerblase sind die Eltern schon sehr lange, seit über einem Jahr, dass sie immer noch versuchen, all das unter einen Hut zu bringen, all das zu schaffen,
das Homeoffice von 8 Stunden im Homeoffice plus die Kinderbetreuung und, um dann am Ende des Tages noch um 23 Uhr die Wäsche aufzufalten und um morgens um 5 Uhr wieder aufzustehen. Dass das dann sich auch so darstellt, dass die Elternbelastung im Januar, also sprich fast ein Jahr nach Pandemie, sich verdoppelt hat und die Eltern gesagt haben, nein, ich packe das hier nicht mehr mit den Kindern. Das darf dann nicht verwundern. Und so haben wir es dann auch erfasst. Und so gehen wir dann auch in unsere Stellungnahmen ran und an unsere Arbeit. Das sind die Rückmeldungen, die wir dazu aktuell bekommen. Okay, jetzt einmal eine Folie weiter, bitte. Mhm. Genau. Hier haben wir einmal die Gegenüberstellung. Das Bild, was man gerne nach außen hin trägt. Und das ist es ja auch, also fürs die Eltern wirklich zugeben und sie sind wirklich eitel und eigen, bis sie dann zugeben, dass sie überlastet sind, passiert relativ viel. Und wen können sie dann am ehesten anpacken? Natürlich die Erzieherin. Also die Erzieherin ist meine Kontaktperson, die ich dann noch, oder die Kita-Leitung in dem Fall, ich rufe an, ich brauche jetzt den Notbetreuungsantrag, ich muss mich jetzt hier durchsetzen, das kann doch gar nicht mehr sein. Eltern gehen nicht hin und sagen, ich wende mich jetzt an meinen Bürgermeister, ich wende mich jetzt an meinen Landrat oder an meinen Ministerpräsidenten und sage, das passt hier alles nicht mehr zusammen und das geht nicht mehr, sondern die erste Person, die ich angreifen kann, an die ich meinen Frust auslasse, ist ganz oft dann in dem Fall die Kita-Leitung beziehungsweise die Erzieherin. Und eigentlich, wenn wir uns das dann im Bild anschauen, ist es ja gleich. Also schauen wir uns die Erzieherin an, die Perspektive der Erzieherin, stellen wir fest, dass die Erzieherin genau das auch so durchlebt. Sie muss zigtausend Verordnungen einhalten. Sie muss ganz viel mehr dokumentieren, als sie das vorher hat. Und sie muss mindestens noch genauso die Kinder, die gerade nicht in ihrem Umfeld, in ihrem Arbeitsumfeld, in der Kita sind, muss sie auch mit auf dem Schirm haben. Das heißt, sie kontaktiert noch, also zumindest ist es so, in Niedersachsen, in NRW ist es vielleicht anders, aber in Niedersachsen ist es so, dass wir tatsächlich noch Erzieherinnen haben, die den Kontakt auch noch halten sollen, den Bildungsauftrag halten sollen mit den Kindern, die jetzt gerade nicht in der Kita sind. Also die 50%, die aktuell nicht gesehen werden und auch zu denen kein Kontakt besteht. Denn das ist in Niedersachsen, gibt es Regionen wie die Region Hannover, da ist das seit 5 Monaten schon so der Fall. Das ist ein Megaspagat, der da hingelegt werden muss. Und wir bekommen Berichte, dass Erzieherinnen dann teilweise noch in den Abendstunden Hausbesuche machen und einfach sich mal in die Tür stellen und sich 10 Minuten mit den Kindern unterhalten. Und da fragt man sich auch, wie stemmt das denn eine Erzieherin, die dann selber noch eine Familie hat, dass sie das dann noch alles noch mitschultert. Also letztendlich sind unsere Perspektiven, das, was wir vor uns vorfinden, gleich. Wir sehen es nur aus einem anderen Blickwinkel. Deswegen ist die Veranstaltung heute so interessant, auch vor allem für mich, weil ich mit so vielen von Ihnen reden kann und Sie mir auch Ihre Perspektive darstellen können. Denn ganz selten bekomme ich die Perspektive der Erzieherin, sondern vielmehr die Perspektive der Eltern. Das einmal zu dieser Darstellung für unsere Wahrnehmung, dass wir eigentlich den gleichen Spagat machen. Und auch hier nochmal eine bildliche Darstellung, was Eltern wollen und was die Erziehungspartner, also ich spreche immer gerne von Erziehungspartner, weil wir nicht nur Erzieherinnen haben, sondern wir haben Sozialassistenten, wir haben in multiprofessionellen Teams, haben wir auch andere Professionen mit dabei. Dementsprechend versuche ich das immer über den Begriff Erziehungspartner aufzufangen. Und klar, wenn wir das einmal uns anschauen, wir haben die finanzielle Sicherheit, die beiden wichtig ist, sowohl den Eltern als auch den Erziehungspartnern, gute Arbeitsbedingungen. Das ist bei uns genauso. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für uns als Eltern genauso wichtig. Wir haben Erzieher, die auch Eltern sind. Dementsprechend ist es auch für sie ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Nenner. Und bei der Erziehung der Kinder, natürlich wollen beide eine ausgewogene Erziehung. Vielleicht hat nicht jeder die gleiche Ausrichtung. Der eine mag vielleicht die Montessori-Kita beziehungsweise mag die Ausrichtung in Montessori. Der andere sagt, naja, so eine Waldkita wäre schön oder wiederum jemand bevorzugt. Das ist
so wie altbacken es schon immer war, die Regelgruppe, die Vormittagsregelgruppe in geschlossenen Gruppen mit festen Bezugspersonen angestrebt wird. Jeder ist dort divers, aber eine ausgewogene Erziehung für die Kinder, da finden wir uns immer ganz schnell auf einem Nenner. Und die individuelle Förderung, also sprich, wir wollen, dass unser Kind individuell gefördert wird. Genauso wollen sie für ihre Arbeitsbedingungen, dass sie auch individuelle Weiterbildung angeboten bekommen. Letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, in der Summe haben wir viele gemeinsame Nenner. Und wenn wir die Perspektive des anderen zulassen, dann können wir das auch erkennen. Ein weiter? Genau. Ja. Die Perspektive des anderen zulassen. Frau Heimann-Splinter hat ja jetzt gesagt, sie möchte gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das wollen wir jetzt auch ermöglichen. Wir haben gedacht, alles, was wir jetzt erzählt haben, erleben Sie auch. Der Chat beweist es in unterschiedlichem Maße. Nicht in jedem Bundesland ist es gleich. Und die Aufgaben sind auch stets ein bisschen unterschiedlich, ob man auf dem Land ist oder in der Stadt, in einer Corona-Hotspot-Region oder nicht. Aber wir haben gedacht, Sie alle haben jetzt Erfahrung gemacht, haben was leisten müssen, und wir würden Ihnen jetzt gerne Gelegenheit geben, sich auch mit anderen zu unterhalten, die das eben auch leisten müssen, irgendwo in Deutschland, da wir ja so von überall her kommen oder sogar in Südtirol. Die Fragen, die wir an Sie haben: Was hat Ihnen geholfen, so lange durchzuhalten, wenn die Eltern unzufrieden sind, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, wenn Eltern erschöpft und belastet sind? Was haben Sie getan? Was war sozusagen Ihre Rettung, dass Sie das auch bisher überstanden haben? Auch, wobei ich sicher davon ausgehe, dass einige von Ihnen eben auch erschöpft sind. Aber was haben Sie alles leisten können? Wir würden Sie jetzt tatsächlich in Breakout-Räume schicken, so viele Leute, wie sie gerade sind. Sie werden wild zusammengewürfelt kommen und werden sich ganz kurz in diesem Breakout-Raum einfach austauschen können und erzählen können. Ich würde Sie ermutigen, dass eine Person einfach mal anfängt, ein bisschen erzählt und dann die anderen beisteuern. Wir möchten nachher natürlich nicht alle 20 Gruppen abfragen, was sie jetzt diskutiert haben, aber uns würde natürlich schon interessieren, wenn Sie besonders herausragende Dinge oder besonders belastende Dinge in Ihrer Gruppe diskutiert haben, dass Sie uns das danach gerne auch einfach persönlich mitteilen, indem Sie dann Ihre Hand heben oder Ihr Bild anmachen und mit uns ins Gespräch kommen. Ich würde da gerne noch was zu ergänzen. Es ist ja so, wenn Sie normalerweise zu einem Seminar beziehungsweise zu einer Veranstaltung gehen, dann haben Sie Ihre Kaffee-Ecken, begegnen anderen Menschen. Wir wollen diese Begegnung, wollen wir jetzt mit diesen Breakout-Sessions aktiv fördern, und tauschen Sie sich aus, tauschen Sie Best-Practice-Beispiele aus, wie Sie mit Elternbelastungen umgegangen sind. Gerne dürfen Sie die dann nachher auch im Chat nochmal reinschreiben oder die Hand heben. Wichtig ist halt, dass die Netzwerkarbeit, die jetzt komplett auf der Strecke bleibt, der Austausch mit Kollegen untereinander, dass diesem hier Raum gegeben wird und dass sie das auch aktiv nutzen. Ich glaube, es sind eigentlich alle wieder da, oder Holger? 240 Personen sind jetzt wieder hier. Ich glaube, das ist annähernd. Ja, super. Sind alle wieder da. Und es gibt im Chat auch gerade ein sehr positives Feedback für den Austausch. Vielleicht ein bisschen zu kurz, aber das liegt natürlich an den Rahmenbedingungen für den Vortrag. Aber dass viele schreiben hier gerade, dass sie den Austausch sehr spannend erlebt haben. Ja, ich war ja auch in so einem Raum. Überraschend. Habe ich gar nicht damit gerechnet. Und ich fand es total spannend und interessant. Und mir hat vor allem natürlich auch gefallen, dass Sie so ganz schlecht nicht gedacht hatten im Vorfeld. Das heißt, wir haben durchaus ja so ein Stück weit auch vorher überlegt, was denn da passieren könnte. Also wir haben überlegt im Vorfeld, dass eine wichtige Sache wohl in dieser Zeit war, Transparenz, die auch sehr hilfreich war. Und das war die zweite Aussage in der Runde, in der ich jetzt saß, dass Transparenz über die Entscheidungen, die meistens ja gar nicht selber vom Team getroffen worden sind, an die Eltern weitergegeben werden. Und
dass sozusagen für die Eltern sehr viel Kontakt aufgebaut wurde. Und dabei hatten wir, Frau Heimann-Splinter und ich, im Vorfeld auch nochmal da überlegt, wie das denn ist, wenn sehr viele verschiedene Sprachen in einer Kita gesprochen werden. Ich glaube, ich bin da immer ein bisschen sensibel für dieses Thema, weil ich eben in so einem sozialen Brennpunkt wirklich lebe, also schon seit 30 Jahren. Das wird auch nie was anderes sein als ein sozialer Brennpunkt. Und hier ist es extrem wichtig, dass alle Eltern irgendwie verstehen, um was es hier eigentlich geht. Denn die sind alle völlig verunsichert, wenn plötzlich die Kita nicht mehr offen ist, sie keinen Zugang bekommen. Und das war zum Beispiel so etwas, was sicher geholfen hat, alles immer zu versuchen, in allen Sprachen den Eltern zur Verfügung zu stellen. Darüber haben wir jetzt in der kleinen Breakout-Gruppe gar nicht gesprochen, aber ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, das auch zu sehen. Worüber wir gesprochen haben, war, dass mit den Eltern eben weiter Kontakt gepflegt wurde. Es gab ganz nette Beschreibungen, die ich hier auch auf der Folie eigentlich alle wiederfinde. Eine Dame sagte, so viel haben sie Medien früher überhaupt nicht genutzt und jetzt würden sie eben sogar eine Kita-App haben, die sie nutzen, um mit den Eltern in Kontakt zu sein. Es gibt Videokonferenzen mit den Eltern oder eben direkte Telefongespräche. Aus anderen Einrichtungen kenne ich Walk and Talk mit Eltern, das heißt, dass Gespräche mit Eltern auf einem Spaziergang stattgefunden haben oder auch, dass in einem Büro Plexiglaswände eingezogen wurden und dort auch tatsächlich dann face-to-face Elterngespräche stattgefunden haben. Gerade, entschuldigen Sie, Frau Kobel-Neuss, es gibt gerade den Hinweis, Holger, vielleicht auch, die Präsentation ist nicht zu sehen. Ist nicht zu sehen? Nee. Ich lerne. Okay, aber jetzt sehen Sie auch, was ich gesagt habe. Ich kann auch durchaus nochmal zurück. Das war die letzte Folie mit der Transparenz, wo ich versucht habe, Ihnen darzustellen, dass eben ganz viele Sprachen genutzt wurden oder genutzt werden können, um den Eltern alles verständlich zu machen. Und jetzt war so das Kontakthalten mit den Eltern eben ein ganz wichtiges Thema. Und in unserer kleinen Runde diskutiert wurde, Eltern brauchten Ideen und Unterstützung für diese Tage und auch das wurde angeboten. Eine Teilnehmerin hat gesagt, sie hat so eine Spielzeugausleihe haben sie gemacht, andere haben Bücherrucksäcke vorbereitet, die dann abgeholt werden konnten und mitgenommen werden konnten. In anderen Einrichtungen gab es Briefe, die an Eltern geschrieben wurden. Oder es gab eben regelmäßige Besuche im Vorgarten oder im Hausflur von Häusern. Und natürlich haben die Eltern auch untereinander Kontakt gehabt über WhatsApp und manchmal haben Erzieherinnen eben auch WhatsApp genutzt. Also da ist extrem viel Bemühen besprochen worden in der Gruppe. Und was mich total gefreut hat, also sie haben das tatsächlich als Hilfe für sich auch empfunden. Also, dass sie das Gefühl hatten, sie können was beitragen und mit den Familien in Kontakt bleiben. Und eine Frau, das fand ich zum Ende ganz, ganz spannend, es geht jetzt wohl zurück in die Situation B, also aus der C in die B. Und das soll in den nächsten Tagen jetzt stattfinden. Und sie sagte, wir hatten aber doch mit vielen Eltern wenig Kontakt und von vielen Familien wissen wir aktuell tatsächlich nicht, wo sie stehen. Und ich habe sie gefragt, macht Ihnen das Sorge? Und da sagt sie ganz klar, ja. Also sie sagt auch, es ist wie wenn wir vielleicht nochmal neu eingewöhnen müssen, wissen wir es. Also jetzt kommt eigentlich nochmal eine Herausforderung auf sie zu, wenn es wieder zurückgeht in diese Situation B, wo auch Kontakte da sind. Ach, eine lustige Idee war noch, das Außengelände einer Kita wurde für die Eltern und Kinder geöffnet. Das heißt, die durften dort spielen, so unter dem Motto, da ist schon ein bisschen Nähe zur Kita.
ohne dass die Erzieherinnen jetzt dabei waren, konnte aber das Außengelände schon mal wieder erprobt und bespielt werden. Also total lustige und spannende Ideen sind da geboren. Ja, natürlich, also jetzt über die Ängste von Eltern und Kindern habe ich jetzt in meiner Gruppe nicht viel erfahren, aber ich höre das natürlich immer auch in den Vorträgen oder in den Elterngesprächen, die ich habe, oder eben in den Zoom-Veranstaltungen mit Fachkräften vor allem, dass sehr viele Eltern schon auch einfach Angst haben, ihr Kind in die Einrichtung zu geben, es aber tun müssen, weil sie eben arbeiten müssen. Und da haben wir festgestellt in einer der letzten Zoom-Veranstaltungen, dass Ängste nicht global oder übergreifend bearbeitet werden können. Die sind immer ganz individuell. Und da ist es ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und da ist auch eine Teilnehmerin jetzt eben gerade in den Breakout-Session, hat nochmal ganz nett beschrieben, sie sagte, und wenn ich gemerkt habe, dass Eltern was auf der Seele haben und das Gespräch heute nicht weiter fortgeführt wurden oder nicht werden konnte, dann habe ich es am nächsten Tag nochmal aufgegriffen. Und das fand ich sehr sympathisch, wo ich so das Gefühl hatte, da ist ganz viel Empathie gewachsen, also dass man Dinge nicht einfach abspeist, sondern sie wieder aufgreift und mit den Eltern im Kontakt bleibt. Gut, weitere Ideen, die uns noch kamen, war eben Information über Corona, dass wir die auch für die Kinder zur Verfügung stellen. Da gibt es Geschichten, die auch verwendet werden können. Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen damit. Frau Heimann-Splinter und ich haben über das Pixi-Buch Corona gesprochen und sie hatte eine andere Erfahrung als ich. Ich habe es sehr positiv erlebt und sie kann gleich erzählen dazu, was anderes erlebt. Und auf jeden Fall gibt es im Netz ja extrem viele Angebote, die auch genutzt werden können. Jetzt kriegen Sie eh das Wort, Frau Heimann-Splinter. Ja, genau. Ja, Sie haben es schon aufgegriffen. Um es direkt am Anfang klarzustellen, an der Stelle ist der Kita überhaupt gar kein Vorwurf zu machen, sondern das ist einfach, bei meinem Sohn ist dieses Buch halt anders angekommen. Also mein Sohn hatte dieses Buch auch gut gefunden und hat dementsprechend auch mit Begeisterung die ersten 3 Tage, als die Kita nach den Sommerferien wieder startete, auch mitgemacht und es wurde auch in den Morgenkreis integriert, die ganzen Maßnahmen und was wir jetzt einhalten. Und unter anderem war auch der Kuss mit dabei und dass wir uns nicht mehr küssen. Und das hat mein Sohn sehr gut beherzigt und hat es auch verinnerlicht, so dass dann plötzlich der Abendkuss wegfiel und ich dann auch meinen Sohn fragte, warum er mir dann keinen Abendkuss mehr geben möchte. Und daraufhin verzog mein Sohn das Gesicht, also wirklich der Mundwinkel ging nach unten, die Augen wurden feucht und er sagte, wegen Corona, ich darf dich nicht mehr küssen, wegen Corona. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich wirklich an der Stelle merkte, dass es ihn tierisch traurig macht. Und natürlich ist der Gute-Nacht-Kuss, der gehört dazu und ich würde ihn den niemals verwehren. Aber er hat ihn mir ja nun mal verwehrt, weil er es so gelernt hat aus diesem Buch. Und ich habe dann später wirklich ein paar Tage drüber geschlafen und habe dann später der Kita dann einfach eine Rückmeldung gegeben und gesagt, ne, ihr habt das Buch vorgelesen und mein Sohn hat es auch gut verinnerlicht. Es wäre nur schön, wenn man dann sagt, naja, das gilt für die Erzieher und für die Kinder, die wir jetzt hier in der Kita haben, aber zu Hause ist es okay, wenn man der Schwester, der Mama, dem Papa einen Kuss auf die Wange gibt oder der Abendkuss zur Gute Nacht dann noch gegeben wird. Und ja, das war so meine Begegnung mit dem Buch, sodass es auch gar nicht so positiv im ersten Moment behaftet war. Dementsprechend, so kam es bei mir dann nachher an, ne? Weil ich dann dachte, oh mein Gott, mein Sohn, der hat richtig Verzicht und Tränen darüber verdrückt, weil er den Kuss nicht mehr geben durfte. Ich musste auch gleich zu sagen, ich bin das Paradebeispiel der Theorie und der Praxis. Der erste Moment, meine erste Reaktion war bestimmt auch nicht die ruhige Reaktion, sondern
Ich war dann erstmal tierisch sauer. Aber wenn dann 2-3 Tage drüber vergangen sind, dann beruhigt man sich auch wieder. Und dann hat man dann auch die Ruhe und die Muße, das dann mit der Kita zu besprechen. Und danach taucht es auch nicht wieder auf. Ne? Also man hat die Rückmeldung gegeben und es wurde auch direkt beherzigt. Okay, gut. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, das resultiert aus anderen Präsentationen, weil wir natürlich auch mit unseren Stadtelternräten und auch mit den Kreiselternräten wie auch den Eltern besprechen, wie sie am besten auch mit schwierigen Situationen umgehen. Und das ist jetzt so ein bisschen abgewandelt, aber was uns halt immer wichtig ist, sind halt diese 3 Säulen. Das ist das Verständnis, der Impuls und das Feedback. Hier an der Stelle benutze ich auch das Wort Feedback, weil Kritik immer so negativ behaftet ist. Also da muss man sich einfach, es gibt so einen schönen Spruch, Scheitern als Chance. Ich mag diesen Spruch unwahrscheinlich gerne, weil Kritik oder einen Fehler zu machen, heißt ja nicht, dass irgendetwas schlecht läuft, sondern das heißt, ich habe jetzt eine Chance, es besser zu machen. Also ich habe immer eine Chance, es besser zu machen und ich muss nicht aufgeben. Also es ist wichtig, dass man, auch wenn man dann mal stolpert oder ein ganz mieses Elterngespräch hatte, am nächsten Tag aufzustehen. Und deswegen war das Beispiel auch gerade so schön, dass die Erzieherin dann am nächsten Tag wieder das Gespräch aufnimmt. Genau das ist damit gemeint. Also nur weil ich an dem einen Tag nicht erfolgreich war, heißt es nicht, dass es nicht am nächsten Tag doch klappen kann, weil ich ja auch aus diesen Gesprächen was mitnehme und lerne, okay, das Wort kam jetzt gerade nicht gut an oder ich habe hier doch den falschen Impuls gesetzt. Ich lerne und Kommunikation ist das A und O und nur durch Kommunikation finde ich den Weg zu den Eltern, genauso wie die Eltern auch nur durch Kommunikation zu ihnen finden. Also sich dreimal darüber aufzuregen und mit der Nachbarin drüber zu sprechen oder dann tatsächlich hinzugehen und die Erzieherin anzusprechen. Es ist immer noch der bessere Weg, die Kommunikation zu suchen, als sich einfach nur drüber zu ärgern und zu aufzuregen. Gut, daher erste Säule, das Verständnis. Es kostet mich eigentlich gar nichts, den anderen zu verstehen. Also das spricht ja die Empathie an, zu sagen, wenn die Mutter sagt, ich verstehe es nicht, die Mutter XY hat einen Notbetreuungsantrag bekommen, obwohl wir eigentlich viel dringender einen brauchen. Wir haben 5 Kinder hier zu Hause und die hat nur 2 Kinder zu Hause. Meine Belastung ist viel höher. Die ist doch sowieso nur in 3 Stunden am Tag am Arbeiten. Das wird sie ja auch wohl noch anders machen können. Warum haben wir den Notbetreuungsplatz nicht bekommen? Grundsätzlich diesen Unmut zu verstehen und zu sagen, ich verstehe Ihren Unmut, ich verstehe, dass Sie das aus Ihrer Perspektive so sehen, kostet mich nichts. Ich habe dieser Person noch nicht recht gegeben. Auch wenn die Wut dieser Mutter unberechtigt sein mag, aus unserer Perspektive, ob wir jetzt der Elternrat sind oder ob wir, ob Sie dann die als Erzieherin das so sehen, zu sagen, ich verstehe dich, ich verstehe Sie, kostet mich erstmal nichts, vorausgesetzt, ich verstehe die Person, aber an dieser Stelle kann man das ja mal voraussetzen, dass man den Unmut versteht. Und sich verstanden zu fühlen, kann die emotionale Aggressivität wirklich auch verhindern und auch verhindern, dass wir in dem Gespräch abdriften in einen Ton, in eine Aggressivität, die uns dann von der Sachebene wegbringt. Dann den Impuls, also wirklich zu sagen, ich setze den Impuls, gehe da demokratisch dran, um die Ausgestaltung dementsprechend auch zuzulassen, zu sagen, ich sammle erstmal, was ist die Kritik, dann stimme ich mich ab. Also das heißt, ich gehe erstmal in eine Phase, in der ich nicht mit der Mutter spreche oder nicht mit dem Vater spreche, sondern ich habe das verstanden, ich nehme das mit und dann ist erstmal eine Zeit lang Pause, vielleicht mag eine Woche vergehen und dann gehe ich in die Reflexion, wir haben das und das besprochen, wir haben uns die und die Gedanken gemacht. Nicht immer sofort die Lösungsvorschläge präsentieren, sondern auch wirklich dann mal einen Zeitpunkt X verstreichen zu lassen. Und dann das Feedback. Das ist ein bisschen schwierig bei dem Feedback. Da sind Frau Kobold-Neuhaus und ich uns eigentlich einig. Professor Dr. Maywald wäre sich dann jetzt nicht mit uns einig.
Wichtig ist, dass das Feedback regelmäßig stattfindet, nicht nur dann, wenn es knistert, sondern auch dann, wenn es halt mal gut läuft, also dass wir das Feedback in regelmäßigen Abständen haben und zu unterschiedlichen Phasen. Und natürlich das Stichwort anonym. Anonym funktioniert dann, wenn ich allgemeine Fragestellungen habe. Dann kann ich eine anonyme Umfrage machen. Aber wir sagen Eltern auch ganz konkret, wenn ich zum Beispiel ein Feedback habe, wie ich fühle oder ich denke, dass mein Sohn vernachlässigt wird in der Gruppe. Ich denke, dass der nicht mitkommt. Ich habe das Gefühl, mein Kind wird in der Gruppe nicht so gleichberechtigt behandelt und nicht so gewürdigt, wie ich mir das als Mutter wünsche oder als Vater wünsche, dann ist es immer sinnvoll, diese Kritik direkt anzusprechen und mit den Menschen in die Kommunikation zu gehen, in das Gespräch zu gehen. Denn wir werden nie ein gutes Resultat bekommen, wenn wir das anonym austragen. Das wird nicht funktionieren. Und das sagen wir den Eltern auch so. Und ähnlich würde ich mir auch wünschen, dass Erzieher das auch vermitteln. Du kannst mit mir sprechen. Sie können mich ansprechen. Sprechen Sie mich an und sagen Sie mir, wo Ihre Nöte, Ihre Sorgen sind. Ne? Ich sorge mich darum, dass mein Kind sprachlich vernachlässigt wird gerade. Ich habe das Gefühl, mein Kind hat nicht die gleichen Vorteile oder ist sogar benachteiligt dadurch, dass es 5 Monate zu Hause war, während andere Kinder 5 Monate in der Notbetreuung waren. Das zuzulassen und auch diesen Raum dafür zu geben, diese Kritik und diese Sorge auszusprechen. Denn wenn wir es ausgesprochen haben, dann fühlen Eltern schon an der Stelle, ich habe was getan, ich habe was gesagt dazu und haben auch ein viel besseres Vertrauen, dass das aufgegriffen wird, als wenn sie gar nichts sagen. Also sprich, auch den Mut zu machen, diese Rückmeldungen zu geben. Okay, also so viel zum Anonym. Anonym bei allgemeinen Fragen super, bei direkter Kritik ist es nicht das schönste und beste Instrument. Und ja, zur Quelle, gerade was diese Impulse angeht, Quelle ist für mich da das Buch von Albert Thiele, Argumentieren unter Stress, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann, wenn man mit Löwenmüttern unterwegs ist. Dieses Buch kann man sich da sehr gut hernehmen, damit man da ein bisschen besser gewappnet ist. Okay. Ich habe hier Frau Heimann-Splinter, es ist hier eine Frage jetzt im Chat, die ich jetzt einfach mal stelle. Kennen Sie spezielle Elternfragebögen, die die Corona-Zeit mit einbeziehen? Ich nehme an, es geht jetzt um Fragebögen, die regelmäßig in einer Kita eingesetzt werden können. Also wir haben jetzt unter unserer Elternschaft natürlich direkte Fragen zu den Eltern gemacht. Ich kann sagen, dass der Impuls gerade bei den Eltern, also jetzt gerade konkret der Impuls, wirklich die Sorge darum geht, wie weit die Kinder Rückschritte gemacht haben. Also die Eltern, die jetzt gerade nicht in der Kita sind mit ihren Kindern, machen sich am meisten Sorge um die Rückschritte und was dort noch zu tun ist. Das greifen wir auch auf unserer Homepage. Also wir geben den Eltern ein paar Tipps, wie zum Beispiel Zungenbrecher für die Sprachentwicklung, motorische Spielchen, für die Fingerfertigkeit, für die Motorik, gewisse Übungen, sportliche Übungen, damit die Motorik und das Gleichgewicht weiterhin im Auge behalten wird. Was man auch nicht verheimlichen darf, ist natürlich der Body Mass Index. Also dazu gab es jetzt schon jüngste Statistiken, die festgestellt haben, dass gerade bei den Schuleingangsuntersuchungen die Adipositas-Kinder drastisch zugenommen haben. Auch das den Eltern an die Hand zu geben. Es gibt einen Body Mass Index Rechner für Kinder, also explizit für Kinder, wo man dann halt auch das Alter der Kinder dementsprechend mit eingeben kann in Halbjahresstufen. Ist auch auf unserer Seite verlinkt. Also ich würde dann im Nachgang nochmal unsere Seite zur Verfügung stellen. Da kann man sich das dann nochmal angucken. Und was habe ich vergessen? Genau, die Isolation, also sprich, wie Kinder überhaupt miteinander umgehen, also wie sie dann nachher später miteinander interagieren. Auch da wieder Kontaktspielchen. Ist so eine ganz schöne Idee, fand ich, Brieffreunde, Kinder bei Vorschulkindern, dass die Kinder sich gegenseitig Briefe schreiben, also sprich,
hallo, wie geht es dir? Und dann der andere Brieffreund zurückschreibt, mir geht es gut, ich wollte morgen Fußball spielen und dann wieder so hin und her. Ne? Das sind natürlich Buchstaben, die man denen als Eltern dann vorschreibt und die Kinder schreiben die ab. Aber das fand ich eine schöne Interaktion. Die Kinder sehen sich nur ganz kurz, aber nichtsdestotrotz sind sie immer noch miteinander in Kontakt. Das sind so die Sorgen der Eltern, dass die Eltern wirklich sich sorgen, ist mein Kind jetzt zurückentwickelt, dadurch, dass es halt keine Teilhabe an frühkindlicher Bildung hatte. Also das ist der Impuls, den wir ganz deutlich wahrnehmen. Ich hoffe, vielleicht das konnte war die Frage ja nach diesen Elternfragebögen, die die Corona-Zeit mit einbinden, ja auch so ein bisschen eine Frage nach diesen Anamnesebögen. Also was erwarten Sie von der Einrichtung oder wie viel Öffnungszeit brauchen Sie oder wie viel Betreuung brauchen Sie? Also bisher gibt es keine offiziell wissenschaftlich nachgeprüften Fragebögen in dieser Richtung. Aber viele Einrichtungen haben das natürlich aufgegriffen und dann Zusatzfragen dazu gestellt. Also wären Sie einverstanden, wenn wir Sie besuchen würden? Oder solche Sachen stehen jetzt plötzlich in den Fragebögen, die vorher da nicht standen. Und ich glaube, das dauert jetzt nicht mehr so lange, bis da auch die ersten Verlage darauf kommen, die Checkliste auf Corona umzubauen. Aber ich, also im Moment kenne ich noch keinen. Ich auch nicht. Okay. Ja, ich hoffe, das hat die Fragen jetzt beantwortet. Vielleicht, wenn wir da nochmal drauf eingehen, eben in diesem FIF, also in diesem sich verstehen und verständigen und Feedback geben. Mir ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass eben auch Fachkräfte Ängste haben. Die sind wirklich ausgesetzt auch diesen Corona-Kindern. Also wir wissen ja inzwischen, dass Kinder auch nicht harmlos sind und durchaus die Coronaviren verbreiten können. Und Erzieherinnen sitzen an der Quelle, die alle einzusacken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man in den Teams diese Angst nicht leugnet, sondern dass man darüber spricht. Und eine Leitungskraft, von der erwarte ich, dass sie sich mit diesen Teamängsten, mit dem Team zusammen auseinandersetzt und auch darüber einfach spricht. Ich habe gerade in Rheinland-Pfalz eine Einrichtung erlebt, die haben 24 Corona-Fälle bei dem Testtag festgestellt. Keine von diesen Personen, die getestet wurde, hätte selber behauptet, sie hätte Corona. Es wurde tatsächlich durch diesen Testtag, der in der Einrichtung stattfand, festgestellt. Und natürlich waren auch Erzieherinnen dabei. Und es ist einfach berechtigt, damit rechnen zu müssen, dass man auch sich ansteckt, selbst wenn man alle Hygienemaßnahmen beachtet und immer mit Maske rumläuft. Und ich finde, das dürfen wir nicht die Augen davor verschließen. Und das ist eine Aufgabe, die auch Träger angeht. Ich habe hier ganz banal drunter geschrieben, Träger sind gefragt zu tragen. Das erwarte ich auch von einem Träger, der mit seinen Leitungskräften und den Teams eben auch sagt, dass diese Ängste berechtigt sind, dass er alles dafür sorgt oder dass er so viel wie möglich dafür sorgt, dass nichts passieren kann und eben die Teams auch schützen möchte. Wenn Erzieherinnen wirklich sehr, sehr ängstlich sind, gibt es manchmal auch die Möglichkeit, die Erzieherinnen rauszunehmen in dieser Zeit und sie freizustellen. Also das haben wir tatsächlich in Rheinland-Pfalz in einer Einrichtung gehabt. Das nur als Hinweis, dass wir das einfach nicht verdrängen. Und es ist eine Tatsache, dass es eben nicht ungefährlich ist. Jetzt mit dem Impfverlauf wird es ja immer besser. Und ich denke, auch in den anderen Bundesländern werden jetzt immer mehr Erzieherinnen dann auch geimpft sein, sodass dann auch da die Gefahr kleiner wird. Mir ist es immer wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass die Notbetreuung, die von einigen als extrem langweilig empfunden wird. Ich hatte in Heidelberg eine Zoom-Veranstaltung mit Erzieherinnen, die mir berichtet haben, Notbetreuung sei tödlich, wenn nur 1, 2 Kinder da sind. Da weiß man gar nicht, was man mit denen alles machen soll. Da haben wir dann auch nochmal gemeinsam versucht herauszufinden, was könnte denn an der Notbetreuung auch positiv sein. Und
Es war ganz leicht herauszufinden. Es war nur so ein kleiner Frust, den man mal loswerden musste. Und dann haben die auch gesagt, sie haben große Bauprojekte gemacht mit den wenigen Kindern, die da sind. Sie haben viel im Freien gearbeitet, waren auf dem Feld, im Wald. Ganz aufwendige Mal- und Bastelprojekte sind entstanden. Und es ist halt dann auch so, dass sie sich oft die Zeit dann auch genommen haben, mal das zu machen, was man oft selten schafft, nämlich die Portfolioarbeit gründlich zu tun und mal wieder die Ordner auf Vordermann zu bringen und die Kinder, die da sind, auch dabei, um Unterstützung zu bitten. Frau Heimann-Splinter hat sich zu Wort gemeldet. Genau, an dieser Stelle, und das ist mir ein sehr großes Bedürfnis. Wir haben jetzt gerade in Niedersachsen, es spricht jetzt auch nur die Erzieher in Niedersachsen an, aber jetzt gerade befindet sich der Entwurf zum KitaG beim Kultusausschuss, und wir als Landeselternvertretung fordern ja kleinere Gruppen für die Kita. Und wünschen uns halt, dass die Ü3-Gruppen bei 20 Kindern maximal liegt und die Krippe maximal bei 12 Kindern. Und es wäre schön, wenn genau solche positiven Berichte von der Notbetreuung, wo auch viele Erzieher ja gerade sagen, wir können ganz andere Sachen mit den Kindern machen, diese positiven Berichte dann bei unserem Kultusminister und unserem Ministerpräsident landen, damit die auch mal von den Experten hören, dass man viel mehr machen kann mit Kindern, wenn man kleinere Gruppen hat. Also das würde uns als Landeselternvertretung enorm unterstützen, da wären wir sehr dankbar für. Ich habe noch mal jetzt gerade eine Frage im Chat, die geht noch mal ein bisschen zurück, aber vielleicht ist das eine, die für viele wichtig ist. Wie geht man mit Eltern um, die Ansteckungsgefahr durch die Kinder leugnen und sich auch privat nicht an Kontaktbeschränkungen halten, ebenso die Selbsttestung ihrer Kinder verweigern? Ja, das haben wir in der Folge vorhin. Ja, Frau Heimann-Splinter, bitte. Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben das in der Folge vorhin. Wir greifen das gleich noch auf. Gut. Genau. Also das ist die Folie. Wir haben tatsächlich auch darüber nachgedacht, gemeinsam, wie das denn ist, wenn wir eben unterschiedliche Eltern in der Kita haben. Und also es ist ja nicht so, dass wir alle gleich ticken müssen. Das ist ja durchaus in einer Demokratie so, dass wir unterschiedliche Meinungen haben können. Aber wenn es um Leib und Leben geht, dann ist tatsächlich eine klare Haltung zum Schutz der Kinder und Eltern auch nötig. Und da haben Leiterinnen und Erzieherinnen das Hausrecht und bestimmen auch, was in einer Kita passiert. Also vergessen Sie nicht, Sie sind zwar Dienstleister für die Familien, aber Sie haben auch das Hausrecht. Und wenn tatsächlich Kinder und Eltern auftauchen, die die Maske nicht anhaben, dann haben sie das Recht, die auszuschließen, zu sagen, sie können dann wieder kommen, wenn die Maskenpflicht aufgehoben ist. Genau, das ist, glaube ich, einfach wichtig, und parallel dazu immer wieder auch mit den Kindern darüber sprechen, dass das jetzt eben eine Zeit ist, wo man aufeinander aufpassen muss, dass es aber nicht so ist, dass sie gar nichts mehr bestimmen können und alles machen müssen, was die Großen sagen, sondern es gibt auch in der Einrichtung immer noch viele Möglichkeiten, auch partizipieren zu können und mitplanen zu können, Dinge gemeinsam entwickeln zu können. Das ist extrem wichtig. Also wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und sagen, jetzt gibt es keine Partizipation mehr, sondern halt auch klar machen, was nötig ist. Frau Heimann-Splinter, ergänzen Sie. Ja, genau. An der Stelle ist natürlich auch wünschenswert, den Elternbeirat dann wieder mit ins Boot zu holen, wenn man tatsächlich Eltern hat, die sich an die Maßnahmen nicht halten wollen, sich dann auch breit aufzustellen. Und weil sonst kommt diese Beschwerde wieder hintenrum beim Elternbeirat an und wird natürlich auch ganz anders dargelegt und die Fronten verhärten sich dann. Also wünschenswert ist hier an dieser Stelle auch gemeinsam aufzutreten. Und das, was wir ja auch schon aus den Breakout-Sessions mitgenommen haben, je transparenter man ist, an der Stelle, umso besser wird auch die Kommunikation verlaufen. Und an der Stelle wünschen wir uns natürlich als Landeselternvertretung, dass Kita-Leitungen dann auch an den Elternbeirat rantreten, damit man da breit aufgestellt ist, vielleicht auch die Eltern zum Einlenken bringt. Ne? Wir hatten jetzt gerade das Beispiel Masken. Beim Bereich Testen sieht das ein bisschen anders aus, und ich bin auch ganz dankbar, dass
unser Kultusministerium hier jetzt schon entschieden hat, die Krippenkinder werden nicht getestet. Das wäre tatsächlich ein großes Problem geworden, wenn die Krippenkinder getestet worden wären. Denn da haben wir schon so viele Rückmeldungen zu bekommen im Vorfeld, dass wir schon wussten, es wird schwierig. Aber das Kultusministerium hat sich richtig entschieden und gesagt, wir testen erst ab 3 Jahre und ab da können wir das verantworten mit den Testmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und da gibt es ja aus meiner Heimat, aus dem Landkreis Emsland, ein schönes Beispiel aus Laaten, wo die Lolli-Tests angewendet werden und das sogar mit Musik, also dort wird gesungen und gleichzeitig getestet und das ist ein tolles Erlebnis für die Kinder und die Kinder machen das gerne und so soll es auch sein. Also da fällt mir halt Maria Montessori ein. Maria Montessori sagt, nicht das Kind muss sich der Umgebung anpassen, sondern die Umgebung muss sich dem Kind anpassen. Und diesen Leitsatz finde ich genau bei solchen Beispielen dann wieder. Ja, ich habe im Chat auch noch die Frage gesehen, was passiert, also weil die Eltern nicht verstehen können, wenn das Personal sich nicht regelmäßig testet. Also jetzt, da kann ich jetzt nicht für Niedersachsen sprechen. In Hessen ist es so, dass die Einrichtungen das selber entscheiden, je nach Träger. Also für Niedersachsen an der Stelle ist es so, dort wird es gestellt. Da bekommt man ja 2 Testungen in der Woche gestellt als Erzieher. Es wird, glaube ich, sogar während der Arbeitszeit gemacht. Also es gibt so mobile Testteams, die in die Kita kommen. Ich weiß allerdings auch von anderen Beispielen aus anderen Bundesländern, dass die Erzieher das teilweise in ihrer Freizeit machen müssen, dass die Träger das auch teilweise selber bezahlen müssen und nicht vom Land gestellt bekommen. Das ist natürlich schwierig. Also da an der Stelle dann auch noch Erzieherinnen zu finden, die dann sagen, ja, das mache ich alles für meinen Beruf, ohne dass man mir ein Stück weit entgegenkommt, kann ich verstehen. Also das, da bin ich auch ganz empathisch mit den Erziehern. Man muss, wie gesagt, die Transparenz herstellen. Also wenn man den Eltern dann die Bedingungen erklärt, werden sie bestimmt da auch Verständnis für haben. Aber in Niedersachsen gelten sowieso Geimpfte als negativ getestet. Das heißt, die Erzieher müssen sich ja bald keiner Testung mehr unterziehen, wenn sie geimpft sind. Ja, das ist tröstlich, dass es so weitergeht. Also das hoffe ich sehr. Ja. Also wie wir jetzt gesehen haben, wir nähern uns jetzt dem Ende der Veranstaltung. Es ist einfach so, dass wir auch keine eindeutigen Lösungen für alles finden müssen, sondern an jeder Stelle müssen wir immer wieder neu ausprobieren, neu suchen, auch abchecken, mit wem haben wir es hier zu tun, welche Familien sind hier, welche Fragen stellen sich uns. Das sind nicht nur die Bundesländer, die unterschiedlich sind, das sind auch die Träger, die unterschiedlich handeln. Das schätzen wir ja im Grunde genommen als etwas, was uns auch erlaubt, die Vielfalt zu erleben. Aber an manchen Stellen ist es halt ärgerlich, dass nicht alle gleichgeschaltet sind. Ich möchte Ihnen ich möchte Sie bitten darum, zu dokumentieren, was Sie tun, weil das ist ganz wichtig. Davon können andere profitieren. Diskutieren Sie mit anderen drüber, dann hören Sie auch mal andere Meinungen und andere Ansichten. Also mir hat das schon oft geholfen, auch wenn ich mich zuerst mal über was geärgert habe, dann nachher zu verstehen. Also denken Sie nochmal an diese 5 Pfeile. Und werden Sie Mitglied bei uns im Bundesverband, da haben Sie die Unterstützung ganz vieler. Das darf ich. Ich habe gefragt, ob ich einen kleinen Werbeblock einbringen möchte, darf. Der Bundesverband der Familienzentren sammelt auf seinen Seiten eben auch Expertise oder Beispiele von Dingen, die in den Einrichtungen passieren. Und die meisten Familienzentren haben eine Kita an der Seite. Also selbst wenn Sie kein Familienzentrum sind, können Sie davon profitieren. Ja, und wir haben Ihnen auch auf den Folien nochmal zusammengestellt ein paar Studien zum Nachlesen zum Thema Corona. Aber ich bin ganz sicher, dass das, was Sie in diesen Studien finden, also zumindest hatte ich jetzt den Eindruck, dass Sie das auch alles schon wissen und erfahren und erleben. Manchmal hilft es aber auch, das nochmal schwarz auf weiß nachzulesen, um sicher zu sein, dass man nicht falsch liegt. Und damit würde ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie dabei waren. Und jetzt
spreche jetzt auch für Frau Heilmann-Splinter. Wir hoffen, dass Sie mit Ihren Eltern und Kindern weiterhin viele gute Erfahrungen machen und dass Sie die schlechten ganz schnell vergessen. Kann ich mich nur anschließen? Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Frau Kugelt-Neuhaus und Frau Heilmann-Splinter. Ich fand, das war wieder sehr, sehr bereichernd und Sie haben viele wichtige Informationen für uns alle mitgebracht. Ich finde, es hat sich nochmal ganz, ganz deutlich gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit Familien und das im Kontakt bleiben von Familien mit Fachkräften, aber auch von Fachkräften mit den Familien einfach unglaublich wichtig ist. Und ich denke, jeder von uns kennt aktuell Situationen, in denen man mal Fragezeichen im Kopf hat. Und ich glaube, ohne dass wir im Dialog bleiben, können diese Fragezeichen einfach oftmals nicht aufgelöst werden. Und ich glaube, da können wir nur gegenseitig uns immer wieder zeigen, dass es wichtig ist, im Gespräch zu bleiben. Ja, es hat sich, finde ich, auch nochmal sehr deutlich gezeigt, dass einfach bei diesem Thema sehr viel Emotionen im Spiel sind von allen Seiten und dass es ja einfach immer wieder die Möglichkeit geben muss, ein Feedback zu geben und darüber viele Konflikte auch oftmals im Vorgang schon geklärt werden können. Das haben Sie nochmal total schön eingebracht und ich war ja auch in einer kleinen Arbeitsgruppe, da wurde das auch nochmal deutlich und was da auch nochmal zusätzlich deutlich würde, wie wichtig es ist, eben auch im Team und mit der Leitung gut in Kontakt zu sein und auch zusammenzuhalten und diese schwere Situation eben auch gemeinsam zu bewältigen und gemeinsam zu schauen, was können wir für die Familien, für die Eltern tun, mit denen wir zusammenarbeiten. Denn im Endeffekt wollen ja alle nur das Beste für die Kinder, die in den Einrichtungen betreut werden. Und da gehören die Familien natürlich dazu. Ein ganz wichtiges Statement kam noch im Chat jetzt auch nur noch abschließend. Das fand ich auch noch mal total wichtig, dass man eben auch immer noch mal die Wahl der Worte im Kopf haben muss, was es eben auch bedeutet, wenn Kinder sich dann irgendwann verantwortlich fühlen für die Gesundheit der Großeltern und was Worte da einfach auch bewirken können. Und ich glaube, da haben wir heute auch wieder ganz, ganz viele Fachkräfte aus den Familienzentren, aus den Kitas und Krippen dabei gehabt, die da, glaube ich, auch sehr, sehr sorgfältig und sensibel mit diesem wichtigen Thema umgehen. Und ja, da können wir, glaube ich, allen nur unsere Hochachtung aussprechen und danke für das große Engagement, das da in den Fachkräften, bei den Fachkräften auch vorhanden ist. Und auch oftmals, wie Sie es ja eben auch berichtet haben, Engagement vielfach groß über das hinaus, was eigentlich im Arbeitsvertrag mal vereinbart wurde.